Diese große TNT-Kugel ist gespawnt. Direkt neben den Häusern von unserer Familie. Wir müssen unsere Häuser upgraden und sicherer machen, sodass meine und Ukris Familie überleben können. Sim Lucky, schau mal, da vorne ist eine riesige Kugel mit TNT. Ich weiß, Ukri, wir müssen das sicherste Haus bauen, um unsere Familien vom TNT zu retten. Denkst du, du kriegst das hin, Ukri? Ja, natürlich krieg ich das hin. Wie wär's, Sim Lucky? Ich baue eins für meine Familie und ich werde mein sicheres Haus genau hier vorne bauen. Okay, Ukri, dann fangen wir sofort an zu bauen. Warte mal, Ukri, was machst du dort? Warum baust du direkt neben der Kugel? Das ist gar nicht klug. Ja, damit die Kugel keinen Anschwung nimmt und dann direkt abgefangen wird von meinem Haus. Dir ist schon klar, dass hier das ganze TNT hinfliegen wird und außen wird das nicht so leicht hinfliegen. Sim Lucky, hör mir mal zu. Ich bin ein Profi in sicheren Haus bauen, ne? Deswegen also, du denkst Haus wirklich, dass deine Familie das überleben wird. Leute, wenn eine Bombe explodiert, dann baut man doch sein Haus nicht direkt neben der Bombe. Das ergibt gar keinen Sinn, Ukri. Und aus was für Materialien baust du dein Haus überhaupt? Aus TNT-sichere Material, oh ja. TNT-sicher, Ukri, das sieht mir nicht so TNT-sicher aus. Aber lass mich dir mal helfen. Später wirst du schon sehen. Okay, Leute, er benutzt einfach Holz. Also, Ukri, ich habe noch alles gehört, aber ich habe noch nie gehört, dass Holz sicher ist gegen TNT. Du weißt schon, dass man Holz selbst anzünden kann. Junge, was redest du so blöcke? Natürlich kann man das anzünden, Ukri. Also, ich würde andere Blöcke verwenden. Nein, aber welche verrate ich dir nicht. Oh, okay, da bringst du mich auf eine Idee, Ukri. Wie wär's, wenn du ein Haus baust und darüber Wasser platzierst? Genau, das hatte ich auch vor, Simlaki, du Noob. Warte mal, Ukri, ich glaube nicht, dass du es vorhattest. Du hast es mir jetzt einfach nachgemacht, weil ich es gesagt habe. Schau mal. Hä? Hier vorne. Was machst du denn jetzt? Junge, ich werde Spinnennetzen hier vorne hinbauen, damit das TNT hier gefangen bleibt, ne? Und dann kommt es da nicht durch. Gefangen bleibt. Okay, Ukri, ich sag dir ehrlich, das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee, aber du hast gar kein Dach. TNT wird abgefangen und dann du hast gar kein Dach. Zu Ende. Alter, entspann dich mal, Junge. Okay, guck mal, ich helfe dir ein bisschen, weil ich will nicht, dass deine Familie drauf geht, denn gleich werde ich auch ein sicheres Haus für mich bauen. Lucky, Junge, das wird jeden Moment zünden. Wir müssen uns beeilen. Oh ja, Ukri, mach mal lieber schneller. Ich will noch anzünden. Ukri, du musst das bisschen sicherer machen. Guck mal, wie groß diese TNT-Kugel ist. Und Leute, denkt ihr wirklich, dort wird Ukris Familie überleben in diesem Pupshaus? 100%, Junge. Schau mal, wie viel ich hier platziert habe. Platziert jetzt schon mal eure Wetten. Falls ihr denkt, dass Ukri sein Haus überleben wird, dann schreibt eine 2 in die Kommentare. Und falls ihr denkt, dass mein Haus überleben wird, dann schreibt alle eine 1 in die Kommentare. Ich baue mein Haus gleich. Oh nein, meine ganze Spinnennetze sind kaputt Ukri, gegangen. Was hast du getan? Das war gar keine gute Idee. Mach... Was... Junge, du bist echt ein kleiner Noob, Ukri, heute gefühlt. So, du Pups, jetzt machen wir hier eine richtige Glaskuppel hin, ne? Warum beleidigst du mich jetzt, Ukri? Sim Lucky, weil du ein Pups bist, Junge, du baust nicht mal dein Junge, Haus, aber... du wirst schon sehen, meinst du jetzt... Was redet der da, Leute? Ukri ist ein Pups, okay? Das reimt sich sogar. Deswegen bist du hier der Pups, Sim Lucky, ja? Was machst du denn jetzt hier, Ukri? Hey, ich hab gesehen, du hast letztens gegen mich... Ja, ich hab einen Diss-Track gemacht und der war viel cooler als deiner, Ukri. Und ich sehe hier gerade, du platzierst einfach Glas. Glas, das geht richtig leicht in die Luft und das springt dann einfach auf, Ukri. Ist dir schon klar, oder? Nee, da passiert schon nichts. Das ist sicheres Glas. Das ist, sicheres Glas, Ukri. Das ist ganz normales Glas. Das sehe ich ganz genau. Sim Lucky, ich habe das Gefühl, du willst mir das ausreden, dass ich Glas benutze, damit meine Familie drauf geht. Leute, wenn der Glas benutzt, dann springen die ganzen Scherben auf deine Familie, Ukri. Das ist gar nicht gut. Und du hast bis jetzt noch immer kein Dach gebaut. Okay, Ukri, ich würde mich beeilen, gleich zünden das TNT und wenn das gezündet ist, danach machen wir meine Familie. Hör, was machst du denn jetzt, Ukri? Markiert. Du hackst auf einmal mit Hackerhacks, oder was? Was willst du damit machen? Ukri, Glas ist gar nicht stabil. Ist schon klar, es gibt so viele Blöcke, die viel stabiler sind, aber Glas ist null stabil. Leute, ich zeige euch mal ein paar Blöcke, die stabil sind, okay? Schaut mal, das ist stabil, das sag ich jetzt nicht, Ukri. Schau mal, was ich jetzt mache. Jetzt passt hier überall Wasser und dann kommt das TNT hier nicht durch, weil Wasser bremst TNT ab, genauso wie Spinnnetze. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht, Ukri. Jetzt ergibt es auch ein bisschen was an Sinn, dass du diese Glasscheiben überall platziert hast. Aber Ukri, ich sag dir ganz ehrlich, so viel TNT wird meine Familie niemals kriegen. Meine Familie ist 100% sicher. Nee, das wirst du nicht aufhalten können. Ukri, ich sag dir so, wie es ist. Dein Haus wird leider draufgehen. Ukri wird uns alle retten. Oh ja, das werde ich. Warte mal, hat das gerade deine Frau gesagt? Die lügt dich an, Ukri. Die lügt, warum soll ich mich anlügen? Die mag dich nur, okay? Die will nicht zugeben, dass du schlecht baust. Wir haben jetzt 3 Betten. Einmal für mich in der Mitte und dann hier meine Frau. Leute, schau mal, das TNT wird da so easy durchkommen. 100%. Okay, aber wir hier vorne du machst eine gute Einrichtung, ne? Zack, eine Tür. Ukri, das ist eine ganz normale Tür. Willst du nicht vielleicht ein bisschen sicherer platzieren? Aber wie kommen wir jetzt hier durch? Leute, warum platziert der keine Eisentür? Das wäre doch 10-mal so gut. Also, ich bin echt gleich gespannt, wie das TNT dieses Haus zerfetzen wird. Und du hast gar nicht darüber nachgedacht,
nachgedacht, dass das ganze Wasser dort ist. Ich mache eine doppelte Tür, ne? Haha, okay, warte mal. Eine dreifache Tür. Hä, was machst du denn jetzt? Das ist eine Holztür, die ist null sicher. Bro, schau doch selber. Und wie, das ist nicht sicher. Guck mal, wie viele Türen ich hier platziere. Okay. Schau dir das an. Das TNT, ein TNT kann diese ganzen Türen auf einmal zerstören. Bro, guck dir das an, Alter. Wie viele Türen? 1, 2, 3, 4. Und Türen, okay, und du sagst, du, das ist sicher. Falls das TNT explodieren sollte, okay, dann hast du hier nur Betten. Du musst hier doch irgendwie überleben können. Wo ist die Nahrung, Uchi? Du hast hier nur einen Schlafplatz. Du brauchst hier einen Kühlschrank. Du brauchst hier ganz viel Essen. Du, ey, was ich dir empfehlen würde, mach dir mal ein Feld. Wir essen Diamanten. Wir essen Diamanten. Okay, das ergibt gar keine Sinn. Nee, Uchi. Ey, weißt du was? Wir sind die Diamanten. Leute, ich wäre niemals gerne ein Kind von Uchi. Okay, dann zwingt er mich noch, Diamanten zu essen. Ich weiß, dass du Diamanten hast doch nie einen Diamanten geleckt. Bah, Junge, Uchi, was redest du? Er leckt doch Diamanten. Leute, Tür zu. Super lecker. Leute, das ist extrem ekelhaft. Okay, da guck ich nicht mal zu. Aber ich würde sagen, Uchi, okay, wir zünden jetzt mal das TNT, mal schauen, ob deine Familie es überleben wird. Aber davor, Uchi, in den Survival-Modus und ganz schnell in dein Haus rein. Und deine Familie muss jetzt auch dort rein. Zeig mal her. Guck mal hier, Bogen, Alter. Was hast du denn jetzt vor? Was hast du denn jetzt vor? Das Ganze noch viel krasser mit Spinnnetzen. Hier sind zu wenige Spinnnetze. Das ist zu wenige? Okay, dann mach ich wieder mit deiner magischen Axt anscheinend. 2, 3, let's go, boom. Du hast hier richtig viele Spinnnetze platziert. Uchi, es wird Zeit, deine Familie ins Haus zu bringen. Denn jeden Moment wird das TNT zünden. So viel TNT, was wird da passieren? Let's go. Uchi, Baby, komm, pack die doch rein. Und meine Familie, geh schnell weg, denn gleich werden wir auch ein sicheres Haus für euch bauen. Und das wird viel besser als das von Uchi. So, ich und meine Familie sind super sicher, Alter. Ja, okay, Uchi, super sicher. Ja, werden wir jetzt sehen, Uchi. Das TNT zündet sich. Und wisst ihr was? Wer es zünden wird? Ich werde zünden, Uchi. Viel Spaß. Okay, ey, was wird jetzt passieren? Alles gut, ich überlege. Was wird jetzt? Leute, der ist nicht so sicher. Leute, schreibt mal jetzt in die Kommentare. Denkt ihr, Uchi wird es schaffen, diese riesige TNT-Explosion zu überleben? Beziehungsweise er und seine Familie, oder wird es nicht schaffen? Ich sag euch ehrlich, das, was auch immer der gebaut hat, ist richtig schlecht. Ich werde 10-mal so sicher bauen. Und wir schauen jetzt mal, ob es überleben wird. Let's go, wir zünden das TNT. Uchi, es geht jeden Moment los. Was wird jetzt passieren? Und, yo, Junge, der ganze Server stürzt ab. Was geht hier ab, Junge? Freunde, es geht los, Junge. Das explodiert hier einfach alles. Und Uchi, was ist mit meiner Basis los? Das war's komplett. Ich glaube, mein Haus ist mit deiner Familie? Niemals, Junge. Oh nein, Uchi. Dein Haus ist jetzt schon komplett kaputt. Warte mal, Uchi, wo bist du hin? Hallo, wo ist deine Familie, Uchi? Es laggt einfach komplett. Das ganze TNT explodiert. Uchi, dein Haus war zu schlecht. Ich hab's dir doch gesagt. Alles ist draufgegangen. Nicht mal, Uchi, nur noch eine Glasscherbe ist übrig. Aber ich sagte, die wird auch noch zerstört. Ja, das war's gleich mit der Uchi. Und das ganze TNT ist nicht mal explodiert. Guck mal, wie viel hier noch ist. Die Hälfte wurde einfach schon weggesprengt, Leute. Und der Server ist abgestürzt. Was ist hier bitte sehr gerade passiert? Leute, ich würde sagen, Freunde, wir werden jetzt meine Familie beschützen. Und die wird ganz sicherlich überleben. Uchi, deine ist einfach draufgegangen. Meine Familie. Uchi, ja, hättest du mal wohl auf meine Tipps gehört, ne? Weißt du was, du kannst ja mal beim... Schau mir zu, Lucky, hätten wir, das ist nicht so sicher. Wie, das ist nicht so sicher? Ich werde mir Mühe geben, okay? Meine Familie bedeutet mir was im Gegensatz zu dir. Guck mal, die wird nicht so scharf weg. Das Schaf ist sogar sicherer als dein ganzes Haus, Junge. Du denkst, es wird mich wegsprengen, nachdem wir gesehen haben, wie dein Haus einfach in die Luft geflogen ist, Uchi, du kleiner Noob. Komm mal jetzt her, ich gebe dir ein paar Tipps, okay? Wir testen das mal aus. Uchi, was hat der vor? Was hat der vor, Leute? Egal. Wisst ihr was? Ich werde hier schon mal den Boden... Hey, Uchi, was soll das? Junge, du kleiner Ehrenloser. Du wolltest einfach meine Familie killen mit TNT oder Dynamit. Dynamit, was hast du da geworfen? Blitzdynamit. Aber ich war natürlich schnell genug und habe einen Wassereimer platziert. Wir machen hier als allererstes unseren Boden und den werden wir jetzt aus Eisenblöcken bauen. Ey, Simlaki, ganz ehrlich, Junge, weißt du, Eisenblöcke sind null sicher. Holz war viel sicherer. Nein, Holz war nicht sicher, denn wir haben ganz genau gesehen, was mit deinem Haus passiert ist. Aber ist das nicht super sicher, Bedrock? Yo, nee, Uchi, das ist gar nicht sicher. Leute, mal gucken, ob wir ihn verarschen können. Der glaubt wahrscheinlich auch alles. Bedrock sicher, Alter. Ich glaube dir das gar nicht, Simlaki, Junge, red kein Schwachsinn. Und warum hast du dann gerade eben nicht benutzt, Uchi? Soll ich dir mal was sagen? Weil ich wusste eh, dass ich gewinnen werde. Ich habe aber auf leichten Easy-Mode gespielt. Irgendwie hast du gerade verloren, Uchi. Du hast gerade nicht gewonnen, du hast gerade verloren. Ich glaube, du suchst einfach Ausreden, Uchi. Kann das sein? Ja, ich sag, ich suche aus. Ich habe mich eben informiert und habe gesehen, dass Grundstein das sicherste Material zeigt. Du bist so ein Noob, Uchi. Schau mal, aber weißt du was? Bedrock ist verbunden, denn das wäre viel zu stark. Ich werde meine Basis, die Wände, werde ich jetzt aus Obsidian bauen. Den Boden aus Eisen, die Wände aus Obsidian. Und ich werde die auch richtig riesig machen, denn TNT kann auch Leute zerstören, auch durch Blöcke, Leute. Denn bis zu einem gewissen Grad kann es hier auch Damage machen. Deswegen müssen wir die richtig hoch machen, die Wände, dass das TNT das bringt nicht, dir nichts. Doch, natürlich bringt mir das. Okay, Uchi, wir werden es am Ende sehen, ja? Wir werden sehen, wer sichereres Haus gebaut hat. Und Uchi, helfen mir mal ein bisschen bei den Wänden. Sonst sagt, wir bauen das schnell fertig.
Let's go! Let's okay, go, perfekt. Brosti. Es sieht doch schon mal gut aus. Meine Familie muss natürlich auch immer wissen, was außen abgeht. Und zum Beispiel könnte die TNT-Explosion schon lange vorbei sein. Und dann können wir hier auch schon raus und in Freiheit. Und genau deswegen werde ich jetzt ganz hier oben ganz viel Glas platzieren, wo man immer alles beobachten kann. Aber Ukri, das ist kein normales Glas wie bei dir. Das sprengt. Hey, warte mal, das ist sicheres Glas. Ja, das ist sicheres Glas, Ukri. Dein Glas war so schlecht, das ist sofort kaputt gegangen, Ukri. Plus deine ganze Familie. Ukri, wie hast du eigentlich die TNT-Explosion überlebt? Junge, Simlucky, du weißt doch ganz genau, ich habe einen Respawn-Punkt bei meinem Bett. Was? Ukri, okay, das war... Deine Familie ist in Sicherheit bei mir zu Hause, Alter. Aber deine Familie wird gleich erlöscht vom TNT. Leute, der will, dass die wirklich drauf geht. Du wünschst mir nur das Schlechteste. Leute, lass mal allen ab und ein Like da. Oder schreibt jetzt eins in die Kommentare, falls wirklich meine Basis viel, viel besser sein wird als die von Ukri. Alle eine 2 in die Kommentare. Meine Basis ist 1000-mal besser gewesen. Oh nein, yeah. Ukri, die war nicht gut. Sonst wäre die jetzt noch am Stehen. Da wäre die jetzt noch da gewesen. Jetzt ist die komplett gesprengt wurden. Okay, Freunde, wir haben jetzt hier unsere kleine Box fertig gebaut. Was jetzt nur noch fehlt, ist ein Eingang in unser Haus. Und da habe ich mir was ganz Cooles überlegt. Und zwar, wenn wir es einfach so machen, wir machen hier so einen richtig langen Eingang, weil der muss total sicher sein. Deswegen ziehen wir jetzt hier ganz, ganz viele Eisenblöcke und machen hier sozusagen so einen kleinen Rahmen. Und das hier wird dann unser sicherer Weg aus unserem Haus. So, zack, 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 das platzieren wir noch ganz schnell zu Ende. Und passt mal auf, was für eine Tür ich gleich platzieren werde. Da werdet ihr ausrasten. Aber bevor wir das tun, muss ich hier einmal rein und wir müssen es natürlich auch richtig schön von innen machen. Und so habe ich mir überlegt, platzieren wir hier einfach mal ein paar Betten. Wir platzieren hier welche für mich und meine Frau und auf der anderen Seite eins für unser Baby. Das müssen wir noch kindersichern, damit unser Baby dann auch nicht irgendwie rausfällt. Ne, Ukri hat sowas nicht für sein Baby gebaut. Was redest du so, Blacki? Ich habe das Beste für mein Baby gebaut. Ja, das ist in die Luft geflogen, dein Baby, Ukri. Red mal nicht so viel, okay? Und Leute, ganz, ganz wichtig, schaut mal, damit wir wirklich komplett in Sicherheit sind, machen wir sogar einen geheimen Bunker. Ukri, darauf wärst du niemals gekommen, oder? Warum hast du eigentlich einen geheimen Bunker gebaut? Das ist unter der Erde und da ist es komplett sicher. Da wird niemals etwas draufgehen, Leute. Ich sag euch ehrlich, wenn ich da meine Familie verschanze, die wird hundertprozentig überleben. Und hier füllen wir mal wieder alles mit Eisen aus, damit es doppelt gesichert ist. So, zack, die ganzen Wände hier. Okay, Freunde, ich glaube, von der Tiefe her sollte das passen. Jetzt platzieren wir hier nur noch Leitern, aber keine gewöhnlichen, sondern Eisenleitern. Okay, die sind nochmal extra stabil und die gehen auch nicht kaputt von TNT. Und jetzt haben, ich glaube, von der Tiefe sollte das passen. Ja, ganz genau, das sollte gehen. Jetzt können wir hier auch anfangen, so einen riesen Raum zu bauen, wo meine Familie dann immer sich aufhalten kann. Das wird dann sozusagen so ein Wohnzimmer. Das ist halt so ein Bunkerwohnzimmer. Ich habe auch eine Idee, wie das Ganze viel, viel schneller geht. Wir schaffen uns hier mal ganz kurz unsere magische Axt. Machen hier eine Markierung und oben haben wir auch schon eine gesetzt. Müssen jetzt nur noch einen Befehl eingeben und damit haben wir hier eine riesige Box erschaffen. Mit der magischen Axt können wir jetzt auch die ganzen Wände durch Obsidian ersetzen und wow! Und wow, Leute, wir haben jetzt die ganzen Wände mit Obsidian ausgetauscht und das ist jetzt unser sicherster Raum. Den werden wir gleich zu Ende bauen, aber bevor wir das tun, müssen wir einmal ganz kurz raus. Ukri, was machst du eigentlich die ganze Zeit? Lucky, ich sag dir, was ich mache. Ich helfe dir wieder, Junge. Hier, bisschen Dirty Murty. Wie, du hilfst mir, Ukri? Ey, danke, dass du mir hilfst. Gar nicht schlecht. Was hast du gesagt? Dirt? Dirty Murty. Hä? Was ist das, Ukri? Damit schön stinkt. Yo, was... Ukri, der Geruch kommt da nicht mal durch, weil das sind ganz stabile... Jo, was soll das, Ukri? Warum machst du hier alles kaputt? Kannst du nicht einmal mal helfen? Ich gebe dir 5 Minuten und dann zünde ich das riesige TNT. 5 Minuten nur? Ukri, du hattest mehr Zeit. Du hattest auf jeden Fall mehr... Vorne. Oh, ey, das ist so ehrenlos. Yeah. Leute, warum macht das, Ukri? Schreibt mal jetzt alle Hashtag ehrenlos in die Kommentare, falls Ukri wirklich ehrenlos ist. Du warst ehrenlos, Lucky. Du beschmutzt mein ganzes Haus mit Dirt und willst das TNT jetzt zünden. Okay, alles gut, Ukri. Ich mach schon, aber mein Haus wird sowieso nicht in die Luft fliegen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, Leute. Schaut mal, was ich jetzt machen werde. Ey, Ukri, hör auf, so ekelhaft zu lachen. Ich weiß ganz genau, du bist neidisch auf meine Basis, weil deine Familie draufgegangen ist und meine Familie wird ganz sicherlich nicht draufgehen. Jetzt nur 2 Sekunden. Okay, Freunde, ich habe jetzt eine richtig gute Idee und zwar werde ich hier überall Schwarzeichensetzlinge platzieren und jetzt passt mal auf, was ich damit vorhabe, okay? Ich werde die hier hin machen, so zack, zack, zack und da drüben machen wir auch noch welche hin und zwar werde ich die gleich wachsen lassen, die ganzen Setzlinge. Da werden die zu riesigen Bäumen und die ganzen Bäume werden das TNT abfangen und somit wird kein bisschen von dem TNT meine Basis erst erreichen, okay? Ich glaube, es könnte vielleicht sein, dass das hier ein bisschen in die Luft gesprengt wird, aber Obsidian sollte eigentlich sicher genug sein, aber bei dieser Menge an TNT weiß man nie genau.
genau, okay. Uki, seine Basis, die ist nämlich auch draufgegangen. Die war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und jetzt lassen wir die ganzen Bäume wachsen. Zugegeben, meine Basis war die beste. Ich habe gesagt, die waren gar nicht so schlecht, aber die ist auf jeden Fall schlechter als meine. Und ich habe einfach, ich habe die falschen. Ja, guck hier, natürlich bringt das was. Hä, Uki, ich benutze richtig große Bäume, aber was machst du da, Uki? Das kann man einfach viel einfacher machen, indem man den hier macht. Und guck mal, was für riesige Bäume das sind. Ich wollte die von Anfang an platzieren. Du machst noch viel sicherer. Du machst einen Bedrock-Baum. Es ist echt gar nicht mehr so schlecht. Danke, Uki, dass du mir jetzt hilfst, ne? Danke, Uki. Ja, kein Ding, Junge. Aber gleich, wenn ich alles in die Luft sprengen. Wie du? Ja, ich hab mir auch schon gedacht, da ist irgendwas schief, ne? Uki, der hilft. Sowas gibt's eigentlich gar nicht. Jetzt bist du noch 10 Minuten. Warte mal. Nee, es ist ja sonst mehr. Es sind jetzt nur noch 3. Leute, was redet der da? Egal, ich habe keine Ahnung. Wir platzieren hier noch immer mehr Bäume. Und Junge, der Baum sieht so schlecht aus. Ich glaube, das ist der schlechteste, weil der hat nicht so eine große Fläche. Ey, Uki, weißt du was? So, guck mal, weißt du, was ich jetzt mache? Bam. Zack, ich tippe dich einfach zu mir. Da kannst du dich mit anzünden. Haha, hab's genommen. Hey. Hab's genommen. Sonst auch, dass mir mein Feuerzeug nicht ausrutscht und dann aus Versehen dahin fliegen. Warum bist du eigentlich so fies? Ich war auch nicht zu dir so fies. Ey, du hast das TNT doch auch eingezündet. Ja, aber ich hab dir genügend Zeit gelassen, Uki. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ja, okay, das ist ja auch genügend Zeit. Komm, beeil dich. Danke, danke, Uki. Einmal bist du nett. So, wir haben jetzt die ganzen... Hey, was, Uki? Wir haben jetzt die ganzen Bäume hier platziert, Leute. Und als nächstes werde ich auch etwas ganz Schlaues tun. Uki, ich mach dir ganz sicherlich nach. Das hatte ich auch vor, okay? Ich werde nämlich jetzt ganz, ganz viel Cobweb platzieren. Das wird das Ganze dann auch nochmal zusätzlich abfangen, das ganze TNT. Leute, schaut mal, wie cool das aussieht. Das ist schon mal 10-mal so gut wie das von Uki. Und jetzt würde ich sagen, müssen wir noch einen geheimen Eingang machen in meine sicherste Basis. Und ich zeige euch mal, wie genau. Aber bevor wir diesen geheimen Eingang bauen, der wird ultra cool, werden wir jetzt erstmal hier alles mit... Ah nee, wir benutzen kein gewöhnliches Glas. Und das hat Uki gemacht und Uki ist Noob, Leute. Wir benutzen besseres Glas. So, zack, zack, platzieren das hier überall. Und zwar werde ich jetzt hier auch eine kleine Wasserschicht machen, weil das ist gar nicht mehr so schlecht. Ihr wisst ja ganz genau, wenn TNT in Wasser kommt, dann hat das TNT nicht mehr so eine große Auswirkung, wie es davor hat, wenn es nicht im Wasser ist. Deswegen werden wir jetzt hier alles so mit Glas umrunden, damit wir jetzt hier gleich überall das Wasser einfüllen können, ohne dass es jetzt irgendwie rausfließt oder so. Okay, so, jetzt müssen wir das ganze Wasser hier nur noch einfüllen. Dafür gehen wir einmal hier rein und machen das jetzt hier überall oben hin. Leute, schaut mal, wie geil das ist. Hier wird niemals TNT durchkommen. Schreibt jetzt nochmal alle eins in die Kommentare, falls ich das Ganze gewinnen werde. Und Leute, wenn eine 2 in die Kommentare schreibt, dass Uki Base besser war. Nur der hat einen Besen gefressen, okay? Ich war nie im Leben besser. Da ist alles draufgegangen. Ihr habt es selber gesehen, okay? Meine ist einfach 10-mal so gut. Zack, hier platzieren wir nochmal das ganze Glas. Hier oben auch noch. Und jetzt ist unsere Base so gut wie sicher. Oh, ich habe sogar noch eine ganz gute Idee. Wir machen das Ganze so. Zack. Und platzieren jetzt hier drüber auch noch einmal Wasser. Und können das Ganze dann hier oben wieder mit Glas abdecken. Wow, so Lucky, jetzt hast du mir sogar noch nachgemacht mit Spinnnetzen, ich sehe schon, ja, ja. Okay, das ist nicht nachgemacht, die Idee habe ich dir eigentlich als erstes gegeben, weißt du nicht mehr? Ach, du mit deinen Ideen, ne, alle am Nachmachen von dem Uki-Profi, ganz genau. Junge, der meint wohl Uki-Pupsi, Leute, der redet so ein Blödsinn, ne. Egal, wir machen weiter, wir lassen uns nicht von diesem komischen Hengst ablenken, ne. Wir müssen uns jetzt konzentrieren, denn wir haben nicht mehr viel Zeit, bis Uki das TNT zündet, okay, der Ehrenlos, der treibt sich ja oben herum. Es kann jeden Moment passieren, Leute, deswegen müssen wir uns beeilen. Wir machen jetzt einen richtig Special-Eingang, schaut mal, Freunde. Ihr fragt euch jetzt, hä, wie soll man da durchkommen? Junge, das ist ein ganz kleiner Eingang. Das ist eigentlich auch gut, Leute. Somit kommt da kein einziges TNT durch, weil das so klein eben ist. Aber, Freunde, es gibt eine Möglichkeit, wie man da durchkommt. Und zwar, Leute, schaut mal, ich werde jetzt hier eine Secret Trapdoor platzieren. So, da drüber. Und damit können wir das hier einfach auf- und zumachen. Oh ja, richtig gesehen. Aber wir kommen immer noch nicht rein. Und das ist ein ganz großes Problem. Aber ich werde nicht sehen, Maki, wenn ich dafür keine Lösung schon parat hätte. Und zwar werden wir jetzt hier noch eine Trapdoor platzieren. Und somit, wenn wir diese öffnen, werden wir nach unten geboostet und können da so richtig smooth runterklettern, Leute. Und raus kann man nicht. Ja, ganz genau. Weil raus will man ja auch gar nicht. Obwohl, wir könnten dasselbe Spiel einfach normal machen. So, zack. Boom, kann man hier so runterklettern? Wir haben so einen Wurm, Leute, kann man so runterklettern. Aber das ist richtig stabil. Das sind 3 Trapdoors, Leute. 3 Eisenfalltüren und ey, wie soll es nicht besser sein? So ist man maximal gesichert. Hier kommt niemals jemand durch. Okay, jetzt würde ich sagen, Familie, ihr müsst schnell runter. Obwohl, hier müssen wir noch ganz schnell was bauen. Okay, Freunde, und zwar muss meine Familie auch irgendwie Nahrung kriegen. Und genau deswegen werde ich jetzt hier so ein kleines Feld bauen. Okay, das wird unten das Wichtigste. Leute, Nahrung ist das Wichtigste, deswegen ist die auch hier am krassesten geschützt. Wir müssen jetzt
jetzt die ganzen Felder nur noch erdbar machen mit unserer Hacke. So, platzieren hier noch eine kleine Wasserquelle, damit auch alles schön bewässert wird. Ne, nicht vergessen, Leute, denn sonst kann hier kein Weizen wachsen. Expandieren hier die Fläche noch ein bisschen und jetzt, Leute, würde ich sagen, Weizen braucht Licht, okay? Alles, was gedeihen will, braucht Licht und genau deswegen platzieren wir hier drüber ganz viel Glowstone. Und das sollte passen. Jetzt platzieren wir hier nur das Ganze, die ganzen Weizenkörner und dann können wir es daraus immer Brot machen, Leute. Richtig toll. Ey, findet ihr das nicht nice? Damit hat meine Familie immer Essen. Sowas hatte Ukri nicht, ne? Ist auch ein kleiner Noob. Also damit würde ich sagen, Familie, bringt euch ganz schnell sicher. Semsem, geh ganz kurz in den Keller rein. Okay, da ist es am sichersten. Ich sag's dir so, wie es ist. Und da würde ich das Tier auf keinen Fall kriegen. Hm, Papa, okay, die Basis ist richtig toll, danke. Oh ja, die ist viel besser als die von Ukri, oder nicht? Hm, ja, was eigentlich mit Ukri-Pups passiert? Was mit seinem Sohn passiert ist, ich will es nicht wissen. Aber es wird mit dir ganz sicherlich nicht passieren, was mit seinem Sohn passiert ist. Okay, Leute, geh hier ganz schnell raus. So, zack. Und ich glaube, Ukri wird jeden Moment das TNT zünden. Sam Lucky, es ist soweit. Die riesige TNT-Kugel wird in die Luft gesprengt vom Meister Ukri Shifu. Was? Ukri? Junge, was für Meister Ukri Shifu? Ich war jetzt einfach ein bisschen Meister Ukri. Ich glaube, heute ist echt schlecht gefrühstückt. Du kannst, weißt du was, Ukri? Feuerzeugmaster! Ich spreng es selber in die Luft. Haha, Ukri, let's go! Denn ich weiß ganz genau, dass meine Basis komplett sicher ist und das ganze TNT explodiert. Wow, Leute, was geht hier ab? Junge! Ey, ich hoffe, meine Bäume, die fangen ein bisschen TNT ab und nichts kommt auf meine Basis. Leute, es eskaliert komplett. Mit es eskaliert komplett. Überlebt, Junge, boom! Oh, Leute, es leckt so hart, aber wir werden es gleich erfahren. Boah, yo! Ey, Leute, ich habe NASA-PC, das funktioniert wirklich. Ich habe nicht gedacht, yo, Junge, das ist so viel TNT, ihr wisst gar nicht. Alter, deine yo, Bäume es explodiert alles, yo! Nee, meine Bäume sind doch nicht weg. Okay, ich glaube, die gehen jeden Moment weg. Das TNT kommt bis zu mir, Familie, seid da drin sicher. Geht's euch gut? Papa, ein bisschen heiß hier. Hier explodiert alles, habe ich das Gefühl. Wow, was geht denn hier ab? Junge! Ukri? Ukri? Ukri, der schlechteste Ballspieler, so schlecht bist du nie. Du hast die schlechteste Basis gebaut. Yo, es übertreibt komplett. Aber das ganze TNT ist weg. Meine Bäume haben richtig viel TNT getankt. Und warte mal, Ukri, wirfst du da gerade noch extra Dynamit rein? Du kleiner Yo, es geht noch mehr ab. Junge, wie will das noch... Nein, die ganzen Spinnnetze! Leute, ich dachte, es hört auf, aber es geht weiter. Es geht weiter. Guck mal, wie krass die Explosion ist. Junge, der wirft einfach die ganze Dynamit, Leute. Guck mal, der kleine Go. Egal, was geht da jetzt ab? Die ganzen Spinnnetze haben es getankt, Leute. Da kommt nichts dran und das Glas wird wirklich nicht zerstört. Das ist sicheres Glas. Ey, was macht ihr da unten denn? Ey, pass auf, geht nicht drauf. Warte mal, Leute. Da ist ein Loch. Nein! Ich hab's übersehen. Das ganze Eisen wird weggesprengt. Nein, bitte nicht. Deine Familie wird hops genommen. Papa, du musst mir helfen. Nein. Semsem, du schaffst das. Semsem. Warte mal. Ukri, ich glaube, ich hab's geschafft. Ich hab meine Basis beschützt. Leute, ich hab's geschafft. Let's go. Hey, Ukri. Nicht mal dein Blitz-TNT kann mir irgendwas, Ukri. Und damit würde ich sagen, falls ihr mehr zusammen sehen wollt, lasst unbedingt Like und ein Abo da. Ukri wird jetzt vom Sam Ukri City gekickt, Leute. Das hat er davon, okay, dass er mich die ganze Zeit zerstören wollte. Guck mal, der wurde jetzt einfach gebannt von Sam Ukri City. Damit lasst ein Abo und ein Like da. Aktiviert die Glocke, Leute. Drückt jetzt aufs nächste Video. Und ansonsten, checkt mein Discord ab. Der war ultra nice. Und jetzt ciao, ciao!